Landwirt Praxistest. So sauberes Heu habe ich noch nie angefahren, schwärmte unser Testfahrer aus Saalbach. Grund dafür ist der Kammschwader von Ripossi. Er schont das Futter und lässt Erde sowie Steine zurück. Wir haben das Gerät in der Praxis getestet. Das Familienunternehmen Ripossi ist südwestlich von Mailand beheimatet und hat sich auf Maschinen für die Futterwerbung spezialisiert. Den Kammschwader gibt es in verschiedenen Ausführungen mit Arbeitsbreiten von 2,30 Meter bis 8 Meter. Für unseren Praxistest lieferte uns der österreichische Importeur Grundbichler den 4 Meter breiten 90.5 XL. Er ist der größte Einzelschwader von Ripossi. Dank seiner kompakten, leichten Bauweise ist er auch für Steilflächen gut geeignet. Wir haben ihn unter verschiedenen Bedingungen eingesetzt. Auf der Skipiste in Saalbach waren wir mit einem Reform H8X unterwegs. Der rote Italiener musste sich gegen einen herkömmlichen Bandrechen behaupten. In Mautern in der Steiermark kam unser Testkandidat anstelle des betriebseigenen Einkreiselschwaders zum Einsatz. Hier haben wir mit einem Steyr 4105 kompakt gearbeitet. Der hydraulische Antrieb der Haspel braucht etwa 30 Liter Öl pro Minute. Diese kommen entweder von einem Traktorsteuergerät oder, wie in unserem Fall, von der bordeigenen Hydraulikanlage. Die Pumpe wird direkt auf die Zapfwelle gesteckt und mit einer Kette gegen Verdrehen gesichert. Bei Überlast stoppt ein Sicherheitsventil den Antrieb. Das Gerät ist etwas breiter und schwerer als die größten Bandrechen. Das Handling ist ähnlich. Die große Arbeitsbreite ermöglicht hohe Flächenleistungen. Der Frontanbau bietet gleich mehrere Vorteile. Man muss sich nicht ständig umdrehen und hat freie Sicht auf das Gerät. Das Futter wird nicht überfahren. Dank der großen Arbeitsbreite kann man auch mit Zwillingsrädern arbeiten. Rückwärts fahren wie mit einem Bandrechen kann man aber nicht. Die Technik arbeitet sehr futterschonend. Die 5 Kämme heben das Gras an und transportieren es seitwärts nach vorne. Dabei berühren die langen Federzinken nur kurz den Boden. Erde und Steine bleiben auf der Fläche zurück. Der elastische Antrieb und die geringe Drehzahl verhindern Bröckelverluste, vor allem bei blattreichem Futter. 2 luftbereifte Tasträder führen die Maschine über den Boden. Der Pendelbock erlaubt eine gute Anpassung quer zur Fahrtrichtung. Auch in kurz kupiertem Gelände arbeitet der Kammschwader sehr sauber. Die Arbeitstiefe lässt sich mit Kurbeln an den Rädern und mit dem Oberlenker stufenlos einstellen. Weil die Zinken nicht ständig über dem Boden kratzen, ist auch der Verschleiß deutlich geringer als bei einem Bandrechen oder einem Kreiselschwader. Das Heu wird sehr locker abgelegt. Es trocknet auch im Schwad noch gut ab. So kann man früher mit der Arbeit beginnen. Unsere Erkenntnisse bestätigt auch eine Studie der Universität Mailand. 75% weniger Schmutz im Futter und doppelt so schnelle Nachtrocknung im Schwad. Wenn das mal keine guten Argumente sind. Demgegenüber steht ein etwas höherer Anschaffungspreis. Die von uns getestete Maschine bietet Grundbichler für 8.600 Euro inklusive Mehrwertsteuer an. Wer die Bordhydraulik nicht braucht, kann gut 800 Euro einsparen. Unseren ausführlichen Testbericht mit allen Ergebnissen findet ihr in der Landwirt-Ausgabe 2 2016.